Rangezoomt aus dem All. Wahnsinnseffekt, was man mit der Grafik von RimWorld alles anstellen kann. Ja, unsere kleine Kolonie, unsere kleine Gemeinschaft, mittlerweile gar nicht mehr so klein, 6 Leute. Und wir haben die Mikroelektronik erforscht, also eigentlich läuft es total gut. Aber wir müssen uns natürlich noch deutlich vergrößern, denn noch bin ich mir nicht sicher genug, dass wir das hier alles überleben. Denn Ziel ist ja wie immer, ein Raumschiff bauen und abzuhauen. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal ein paar Sachen erforschen. Und vor allen Dingen muss alles so stabil sein, dass wir das machen können, ohne dass dann derweil nichts mehr gekocht oder was auch immer passiert, ne? Also nichts mehr gekocht wird. Farbige Beleuchtung ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Überlebensration, Sprengfalle, Entflammbar, Mörser, Waffenschmiede. Waffenschmiede finde ich jetzt nicht so schlecht. Geothermalenergie finde ich aber ehrlich gesagt geilo. Geilero. Hightech-Labortisch, wie kriege ich denn den? Wie war denn das nochmal? Hightech-Labortisch. Oh Gott, Leute. Farbige Beleuchtung, Überlebensration, Raffinerien, Rückdurch, bla bla bla, Krankenbutti, Multi-Analysator. Wo ist denn der scheiß Hightech? Scheiß Tisch. Nee. Finde ich nicht. Bin ich einfach zu doof zu. Das gibt's doch nicht. Benötigt Grundlagen Mikroelektronik. Habe ich. Und dann muss es ja irgendwas, ich würde sagen, links von der Mikroelektronik oder ungefähr auf derselben Ebene wie die Mikroelektronik sein. Aber da steht's nirgendwo. Also ich würde schon ganz gerne die Geothermalenergie haben, weil die echt viel Strom produziert. Vielleicht kann ich es schon bauen. Ich kann es nur noch nicht, also ich brauche es gar nicht erforschen. Dann erforsche ich jetzt erstmal die Hydrokulturen und gucke parallel mal, ob ich das Ding schon bauen kann. Vielleicht ist es so einfach. Hightech-Labortisch, ja tatsächlich. Aber ich brauche 10 Bauteile. Und da fängt es auch schon an, ich habe keine Bauteile mehr. Man, that's shit. Was gibt's hier? Eine Goldader, komprimierten Stahl. Also Stahl habe ich genug in der Nähe erstmal. Hier sind Bauteile, oder? Ja. Gut, dann baut mal doch die Bauteile ab. Wie wär's denn damit? Abbauen. Bauteile. So. Mehr ist jetzt hier auch nicht direkt in der Nähe. Was ist das? Wildschwein tot? Das können wir einsammeln. Was ist hier? Noch ein Wildschwein tot? War bestimmt der Bär. Oder das Kaninchen. Dum, dum, dum. Die sollen ja gefährlich sein, habe ich gelernt. Hier sind auch noch komprimierte Bauteile. Jetzt fängt es nämlich schon wieder an. Das ist Problem mit den Bauteilen. Das kommt irgendwann ganz automatisch. Hydrokultur finde ich aber eigentlich auch nicht so schlecht, weil ich bisher wenig damit gearbeitet habe. Meine Nahrungsmittel waren immer draußen, ja, auf Feldern, so wie hier jetzt. Und das kann halt bei dem sehr unterschiedlichen Wetter, das man ja bei dem Spiel manchmal hat, doch zu einem Problem führen. Also da geht dann auch gerne mal was ein oder es verbrennt was oder so. Deswegen finde ich die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, mal irgendwie ein bisschen fortschrittlicher zu werden, was das Ganze angeht. Aber da braucht man halt extrem viel Strom und auch natürlich eine Menge Stahl und so Zeug. Bauteile natürlich auch. Natürlich scheiße, dass ich... Ah, Plaststahl, den muss ich dann bei Gelegenheit auch mal abbauen. Und ich sollte auch mal meinen Lagerbereich überdachen. Den kann ich eigentlich auch mal umziehen, woanders hin. Also ihr seht, es gibt immer was zu tun. Ich will ja auch die Mauer noch vollenden. Das Zeug hier, das sollte mal bitte jemand einsammeln irgendwie. Müsste auch mal jemand machen. Lumpi kann wieder nichts tragen, ne? Priorisiere Trageholz. Dann kannst du jetzt mal das Holz hier wegtragen. Naja, danke Lumpi. Bist ganz großer. Kannst du was tragen? Ja, kannst du auch was tragen. Aber jetzt gehen das mal alle pennen. Na gut. Sei es euch gegönnt. Was ist das hier eigentlich? Löschschaumgranate. Ah ja, die habe ich gekauft für... ja. Für was auch immer. Kann man die irgendwie ausrüsten? Liegt die hier irgendwo? Wo ist denn die Löschschaumgranate? Da. Kann man die irgendwie... Verrottet da nicht überdacht. Ja. Seht ihr?
Dann machen wir das doch mal anders. Dann machen wir doch da mal eine Überdachung drüber vielleicht. So. Also wenigstens mal irgendwie so. Keine Ahnung, ob das funktioniert mit dem Dach. Vielleicht muss ich hier in der Mitte noch irgendwie bisschen was hinmachen, aber dann bauen die das morgen und dann gucken wir mal, ob wir da dann ein Dach drüber bekommen. Über den Lagerbereich, das wäre schon ganz gut, glaube ich. Dass es nicht irgendwann die Löschschaumgranate wegrottet. Keine Ahnung, wie das geht. Aber wird schon. Werkbank, Aufgaben, Schlachtekreatur ist eingestellt. Also die können dann hier die Kadaver auch direkt. Warum die immer da drüben essen? Also ich sehe schon, ich muss auf jeden Fall irgendwie den Kühlbereich an die Küche ranbauen. Ja, beziehungsweise näher an den Esstisch ranbringen. Spricht ja eigentlich überhaupt nichts dagegen, das jetzt hier hinzubauen. Außer, dass ich erstmal eigentlich die anderen Mauern hier fertig haben will. Ja, die Frage ist, ist es wirklich sinnvoller, erst irgendwie eine Außenmauer zu bauen, bevor ich zufrieden bin? Damit, wie die Leute hier halt immer hin und her laufen müssen. Wahrscheinlich wäre es ganz smart, damit anzufangen. Haben wir hier noch Schiefer, haben wir noch. Dann kann auch eigentlich jetzt erstmal der. Wir haben halt keine Sachen mehr, außer paar Schieferblöcke. Ist denn hier noch irgendwo Granit in der Nähe? Das ist alles Schiefer. Das ist Granit. Das kann doch noch abgeholt werden hier. Das auch noch. Das auch noch. Gebiet freigelegt. Oh Gott. Was, wo? Na gut. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das Gebiet freigelegt. Hab da toll gemacht. So, Flebe, du kannst ja mal die Bauteile hier ranholen. Weil die sind wertvoller als dein Leben, also mach mal bitte. Die werden wir noch für eine ganze Menge Zeug brauchen. So, innen ist immer schön kuschelig warm, selbst wenn draußen mal nur 8 Grad sind, sind drin lockere, fluffige 22. Das ist sehr schön. Und zwar in allen Räumen, weil ich hier so geile Lüftungen habe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ist schon wieder abends. Ja, geht schnell. Hier bauen sie direkt weiter. Sehr schön. Aber so richtig, wer ist denn dafür verantwortlich für Handwerk? Sind eigentlich eine ganze Menge Leute. Hier haben wir 3 von. Hier 7. 3 von 20. 6 von 20. Also ich sag mal, richtig gut sind eigentlich Wendt und Lumpi. Na, dann sollen sie mal machen, die beiden. Die Steine bearbeiten, damit wir dann entsprechend ja Granit und Schiefer haben. Genau, ihr macht das richtig schön, immer die Energie wieder auffüllen. Kältewelle, minus 8 Grad. Ist aber nicht so geil. Das heißt, die finden jetzt wahrscheinlich hier draußen abscheuliche Umgebung. Möchte bei Macaulay schlafen. Nee, einfach Macaulay. Auch wenn es falsch ist. Macaulay schlafen. Das ist schlecht. Kalt minus 5 ist auch schlecht. Da kriegt Lumpi doch gleich wieder einen Anfall, oder? Reis erfroren. Ja, danke dafür. Gut. Also jetzt wird es nahrungstechnisch, ich sag mal, mittelschwierig. Jetzt können wir ja eigentlich hier mal können wir die Dinger ja eigentlich ausschalten, wenn draußen minus 13 Grad sind. Verbrauche ich den Strom nicht sinnloserweise für die Kühlung vom Kühlraum. Macht eigentlich wenig Sinn. Ja, schade, die waren eigentlich schon relativ weit hier. Könnte man ja mal vielleicht noch versuchen zu ernten hier irgendwie. Was ist damit? Ja, nee. Ist abgelehnt. Wollen sie nicht. Na doch, guck mal, ein bisschen was kriegen sie noch. So, jetzt hier mal aber erstmal alles wegtragen. Das muss alles in die, ja, naja, ins Warme.
So. Ins warme Kühlhaus. Ja, dann haben wir doch nochmal ordentlich, gut, dass ich es noch gemacht habe. Noch ordentlich Mais geholt. Sehr schön. So, das mit dem Granit hier unten, ja, das läuft jetzt nicht optimal, aber immerhin so ein bisschen. Wir haben halt leider keinen Vorrat, also Lumpi macht das hier schon ganz toll. Lumpi wird dann wahrscheinlich auch immer besser werden bei diesem ganzen Handwerkskram. So soll es ja auch sein. Aber dummerweise sind die alle so schlecht beim Bauen, dass sie jeden zweiten Granitblock irgendwie verkacken. Ist natürlich nicht so gut. So, aber dann ist die Mauer hier unten erstmal fertig. Das ist sehr schön. Aufgabe beendet. Nähe eine Hose. Wer darf denn die Hose anziehen? Wir haben eine Hose. Ah, du hast eine Hose. Du darfst eine Hose anziehen. Wendt. Wendt ist ja auch schon älter, ne? Das war doch irgendwie so. Komm, zieh mal eine Hose an. Ah, look at this. Beautiful. Beautiful. Die haben alle eine Hose. Haben alle eine Hose? Einmal melden, wer keine Hose hat. Also ich meine nicht, dass wir es nicht sehen würden, aber... Nee, haben alle eine Hose an. Krasse Sache. Haben wir jetzt ein Dach eigentlich gemacht? Dach erstellen. Da müssten wir mal hier noch ein Dach drüber hauen. Bitte mal da ein Dach drüber bauen. Ja, sehr gut. Dann dürfte nämlich eigentlich auch die Löschschaumgranate nicht mehr vergammeln. Wenn sie jetzt überdacht ist. Eine Hochzeit, eine Hochzeit. Schön. Macaulay und Flebe. Flebe. Das finde ich sehr schön, dass ihr das macht. Hochzeiten sind immer so romantisch. Naja, meistens sind sie ein bisschen anstrengend, aber sie können auch romantisch sein. So, dann räumen wir jetzt hier mal noch ein bisschen auf, indem ich Schieferblöcke wieder herstellen lasse. Dann sollen sie mal wieder lieber das machen. Denn Schiefer finde ich hier in der Umgebung, ehrlich gesagt, mehr als Granit. Hier ist noch ein Granitblock gewesen. Na, dann würde ich jetzt mal hier die Schieferblöcke auch noch wegtragen lassen. Dann können sie da noch Schiefer draus machen. Und dann baue ich hier neben die Küche, baue ich dann einen Kühlraum. Ist die Frage, ob man nicht sogar... Psychische Beruhigung? Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Das ist gut für Lumpi, die ist ja immer so schlecht gelaunt. Ja, die ist doch immer so ein bisschen so... alles doof. Aber wenn die jetzt hier noch psychisches Brummen bekommt, dann gerne. So, jetzt überlege ich, wie ich das jetzt hier aufbaue. Wie ich das jetzt aufbaue. Strukturen, Schieferwand. So. Bauen wir natürlich auch wieder aus Schiefer. Das Hauptgebäude ist ja aus Schiefer. Dass man vielleicht die Küche nach hier hinten stellt. Dann kann ich nämlich hier so einen Erweiterungsbau ranhauen. Dass man das Ganze auch vielleicht ein bisschen so aufbaut, dass man hier noch einen Querflur hat. Vielleicht das ganze Gebäude auch noch eins breiter macht, damit der Flur hier ein bisschen größer ist, weil der ist mir irgendwie fucking zu schmal. Also dass ich sage, ich baue jetzt erstmal hier, guck mal. Also dass ich sowas hier mache, dass ich also praktisch die Wand, die jetzt da ist, ersetze durch eins weiter hinten. So, genau. Dann haben wir hier einen Flur. Der ist auch zwei breit. Den baue ich da so hin. Dann kann ich nämlich hier noch eine weitere, weiteren Gebäudeteil anschließen. Später. Und dann würde ich die Küche so hier hinsetzen. Bam, bam, bam. So, hier so ein Viertel irgendwie.
Und so ein Viertel des Raums, also beziehungsweise so der Raum. Warte mal, ich muss das jetzt hier mal deinstallieren, deinstallieren. Reißt mal hier den ganzen Scheiß weg. Ich baue jetzt hier um. Leute, ich baue hier um. Da können wir jetzt, das kann ich jetzt hier nicht mehr vertragen. So, hier, das Bett kann auch erstmal weg. Das kann erstmal alles weg. So. Da müsste er jetzt mal durch. Dass das jetzt mal ein bisschen unordentlicher ist hier. Genau. Zu wenig vorhanden. Mann, Mann, Mann. Kann mal einer hier den Scheiß abreißen? Was ist denn das hier? Geht nicht, weil ist nicht. Du kannst hier. Mach mal weg. Mach mal weg den Shit. Ja, danke. Das wollte ich doch nur, dass ihr das hier mal wegmacht. Hier, und jetzt habe ich nicht genug Schiefer oder was? Shit, Mann. Egal. So, dann bauen wir das hier soweit zu Ende. Genau. Das kommt dann nämlich hier bis zum Ende durch. Dann erweitern wir das Gebäude nach hier unten noch ein Stück. Und dann haben wir einen Werkstattbereich und einen Küchenbereich. Würde ich sagen. Das erscheint mir, glaube ich, irgendwie sinnvoller, dass wir das dann hier in der Mitte so ein bisschen trennen. Aber das Gebäude hier einfach noch ein Stück erweitern. So, das ist dann einfach noch ein bisschen größer. Und dann vielleicht auch einfach noch hier in die Richtung noch ein bisschen. So, dass wir dann hier so zumachen. Ja. Dann hier quer bauen. Das ist dann ist vielleicht ein bisschen klein, oder? Na, noch vielleicht eins größer. Abreißen. Ach, Mann. Es geht doch auch schneller, oder? So geht das doch. Zack. So. So, wir brauchen einen Tisch mit ein paar Stühlen. Der muss da ranpassen. Ja, dann machen wir es hier. Komm, wurscht. Pups, egal. So, den ganzen Kram hier können wir erstmal abreißen. Ja, whatever. Hier wird jetzt umgebaut. Das ist jetzt wichtiger. Nein, nicht das Stromkabel. Das da drunter. So, wenn es außen fertig gebaut ist. Ah, warte mal, das hier kann ich noch nicht abreißen. Abbrechen. Das kann ich nicht abreißen, weil da müssen ja noch Steine gehackt werden. Muss ja auch noch irgendjemand machen. So, das ist aber ein ganz schöner Umbau, den ich jetzt hier mache. Also ich vergrößere das Gebäude insgesamt. Hier hinten geht es natürlich dann noch weiter, ne? Das ist ja. Oh, Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Forschungsmenü. Menü. Waffenschmiede. Ist vielleicht auch nicht raffinieren. Was kann man da nochmal machen? Die Verarbeitung von Holz zu chemischen Treibstoffen. Finde ich jetzt auch nicht so scheiße. Nehmen wir mal raffinieren. Raffiniert. Genau, hier muss ja natürlich dann noch ein Kühlraum ran. Wenn das die Küche sein soll, dann muss da ja natürlich daneben auch noch irgendwie ein Kühlraum sein. Den würde ich dann entsprechend groß dimensionieren. Wie groß ist der jetzt momentan? Innen 6 mal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir mal 8 machen. Und dann, how big ever it is. So. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8 sind 64 Plätze. Das ist doch ganz ordentlich. So. Dann würde ich nämlich hier erstmal zumachen. Und hier oben, was wir da dann hinbauen und so, da können wir noch weitere Wohnräume hinbauen oder whatever. Das kann ich ja danach entscheiden. Gut, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir hier eine Werkstatt, hier rechts. Relativ groß, schön. Hier ist ein Essbereich mit Küche.
Und daneben ist direkt der Kühlraum. Das muss ich dann noch alles verkabeln mit Strom und ausstatten mit den Möbeln. Und dann sieht das doch gleich ganz anders aus hier. Viel größer und schicker und so. Naja, wir entwickeln uns ja auch. Gut, Leute, bis zur nächsten Folge von RimWorld. Da wird das Haus schon ein bisschen weitergebaut sein, hoffe ich. Also, ja, seht ihr ja dann, wie es aussieht. Tschüss!